Hallo YouTube, hallo liebe Kinder, willkommen bei Finjas Kinder TV. Ich hoffe, es geht euch allen gut und auch euren Familien und ihr bleibt zu Hause und ihr bleibt gesund. Heute möchte ich mit euch zusammen Knete machen. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich habe das jetzt in einem Blog gelesen. Wir machen das heute einfach mal zusammen. Und zwar, was ihr braucht, sind 400 Gramm Mehl, 200 Gramm Salz, 2 Esslöffel Zitronensäure oder 2 Teelöffel Weinsteinsäure. Ich habe jetzt allerdings keine Zitrone hier gehabt und auch keine Weinsteinsäure. Ich habe Limetten benutzt. Ich hoffe, es funktioniert auch. Fingers crossed. 500 ml kochendes Wasser, 3 Esslöffel Speiseöl, Lebensmittelfarbe, eine große Schüssel und ein Handmixer. Falls ihr das Ganze haltbar machen möchtet, dann legt euch auch am besten Alufolie zurecht. Ja. Wir gehen jetzt nach drin und wir probieren das Ganze aus und ich hoffe, es klappt. Und wenn es klappt, dann werden wir irgendwas Schönes daraus machen. Los geht's! Okay, ich habe jetzt alle Sachen hier auf dem Tisch stehen und wir fangen jetzt einfach mal an. In dem Rezept steht, dass es egal ist, welche Reihenfolge wir benutzen. Deswegen machen wir es jetzt einfach durcheinander. So, erstmal das Mehl rein in unsere große Schüssel. Die 400 Gramm. Genau, 200 Gramm Salz. Auch dazu. Und 2 Esslöffel von dem Limettensaft. Perfekt. Und 3 Esslöffel waren das von irgendeinem Speiseöl. Okay. Gut. Das kommt mir sehr wenig vor. Ich gucke jetzt nochmal aufs Rezept. Ah, wir brauchen noch 500 ml kochendes Wasser. Das mache ich jetzt einmal. Gut. Ich habe jetzt noch mein kochendes Wasser geholt. Wenn ihr das selber zu Hause macht, dann benutzt am besten hier einen Behälter mit Griff oder lasst diesen Schritt von euren Eltern machen, denn es muss wirklich kochendes Wasser sein für dieses Rezept. So, jetzt kommt mir das Ganze auch nicht mehr so wenig vor. Und weil das Ganze kochendes Wasser ist, benutzt ihr jetzt bitte nicht eure Hände zum Mixen, denn dann werdet ihr euch vielleicht sogar verbrennen. Dafür haben wir jetzt hier den Mixer. Das Ganze ist noch ein bisschen klebrig, deshalb werden wir das jetzt nochmal durchkneten mit ein bisschen Mehl. Man kann das ja auch so bestäuben wie Plätzchenteig zum Beispiel und so knetet ihr den dann auf. Allerdings würde ich nicht empfehlen, den zu probieren. Mhm. Und denn der ist wahrscheinlich sehr, sehr salzig, weil da 200 Gramm Salz drin sind. Mal schön mit Mehl nachhelfen. Ja, das wird besser. Aber unten ist es noch sehr klebrig jetzt. Ich finde den viel zu klebrig, den Teig. Finde ich auch. So. Das kann doch nicht so sein. Das kann doch nicht. Mehr Mehl. Ich finde das Knete-Experimente. Vielleicht liegt das auch an der Waage. Weil die Batterie leer ist. Vielleicht hat die mir eine blöde. Nee, ich glaube nicht. Genau. Besser geworden. Ja, mit mehr Mehl geht's gut. Ja, das gefällt mir eindeutig besser. Aber der Salzgehalt, der wird das Ganze auch ein bisschen, glaube ich, ein bisschen mehr trocknen lassen. Jetzt wird es langsam ein bisschen. Knete-mäßig das Gefühl. Knete klebt ja auch, ne? An den Händen. Nur bleibt halt nicht an den Händen kleben, also richtig, sondern batzt so ein bisschen. Also noch ein bisschen mehr Mehl. Hoffentlich habt ihr genug Mehl zu Hause. Also ich würde empfehlen, direkt mal mit 50 bis 100 Gramm mehr Mehl zu starten. Um hier so ein bisschen Klebekram zu verhindern. Immer noch nicht genug Mehl. Jetzt ist auch einfach meine Waage kaputt. Gut. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Mehl benutzt. Es war nicht genug im Rezept. Ich kann das auch bei Knete, wenn man es selbst macht, sowieso alles noch ein bisschen mehr eintrocknen aufgrund des Salzgehalts. Und
Dadurch ist es jetzt auch nicht so schlimm, falls es ein bisschen zu klebrig ist. Das wird sich über die Zeit auch ändern und je mehr ihr damit arbeitet und je mehr ihr damit knetet, desto härter wird es über die Zeit sowieso. Und wenn ihr das ein paar Tage lagern möchtet, ich teile das jetzt in 4 Stücke auf. So. Und die 4 Stücke, die färben wir. Wenn ich erstmal Rot oder Grün in der Hand habe, dann, ich glaube besonders Blau ist sehr stark, dann wird das wahrscheinlich zu sehr vermischen. Also fange ich jetzt mit Gelb an. Hier einfach die Dr. Oetker Farben benutzt und probiert einfach mal aus, wie viel ihr braucht. Und dann kann man das Ganze kneten. Gut, unser gelber Teig ist jetzt fertig. Wir benutzen jetzt die nächste Farbe. Ich nehme jetzt als nächstes Rot. Ich habe das Ganze auf eine Alufolie gelegt. Wenn ihr das jetzt einfach nur schon mal vorbereiten wollt, aber noch gar nicht damit kneten möchtet, dann könnt ihr das jetzt auch so einrollen. Das Ganze luftgeschlossen lassen, also komplett gut zusammenwickeln. Und das Ganze hält laut Plan angeblich bis zu einem halben Jahr, wenn das Ganze luftverschlossen bleibt. Das machen wir heute aber nicht, wir wollen das noch benutzen. Ja. Also von Gelb muss man ziemlich viel benutzen. Ich glaube, von Rot werden wir gar nicht so viel benutzen müssen. Da das eindeutig mehr Farbe abgibt. Wir machen jetzt Grün. Und wer richtig gerne rummatscht, für den ist das heute ein Fest. Ja. Schleimig, ja. Wer allerdings nur eine Farbe machen möchte, für den würde ich auf jeden Fall empfehlen, das Ganze schon vorher zu machen in eine Schüssel, wenn das Ganze noch mit dem Mixer gerührt wird. Und wenn ihr zum Beispiel nur Rot haben möchtet, dann macht direkt rote Farbe rein. Dann habt ihr das einmal, das ist nicht mit der Hand anfassen. Habt nicht so einen Schweinkram wie ich hier. Aber da ich heute 4 Farben machen möchte, muss ich das wohl leider mit der Hand anfassen. Aber das macht doch Spaß. Ne? Unsere letzte Farbe ist Blau. Da musste ich bis jetzt am wenigsten Farbe benutzen. Die färbt super. Wunderschön. Ich glaube, Blau bleibt mir auch noch ein bisschen erhalten. Also falls ihr in meinen nächsten Videos blaue Hände seht, dann wisst ihr, warum. Hier sind unsere Farben. Wie gesagt, ich würde nächstes Mal nur eine Farbe machen, aber zu Demonstrationszwecken haben wir jetzt hier 4. Ich gehe mir jetzt die Hände waschen und ich hoffe, dass ich sie sauber kriege. Ich habe mir jetzt schon fast gedacht, es ging nicht ganz ab. Also die blaue Farbe wird mich jetzt noch die nächsten Tage begleiten. Ist aber nicht schlimm. Wir können jetzt die Knete benutzen. Die fühlt sich jetzt mittlerweile auch schon viel besser an. Und können damit einfach formen und machen, was wir möchten. Man muss aber auch wissen, wenn man sie zusammenmischt, dann wird man die Farben natürlich einzeln nicht mehr wirklich gut trennen können. Ihr könnt selber damit natürlich schön rumkneten. Ihr könnt aber auch ausstechen, wenn ihr möchtet. Mal eine Schnecke benutzen. Oh, ist schön. Jetzt fühlt sich das richtig gut an. Die stechen wir in Gelb aus. So. Super. Das funktioniert jetzt richtig gut. Und dann mache ich noch eine Schnecke selber. Einrollen. So, das klappt auch. Nur noch ein paar Fühler. So, es geht also so oder so. Und natürlich darf der Fuchs nicht fehlen. Ein lieben Gruß an meine schlauen Füchse. Ein paar blaue Augen drauf.
das ist doch kein Monster, das ist ein Mensch geworden. Mache ich noch ein Knetehaus. Okay. Wir haben jetzt hier noch ein Haus gemacht mit gelbem Dach und roten Schornsteinen, runden Fenster und blauer Tür. Und mein Freund hat ein Schweinchen gemacht. Auch sehr süß geworden. Also wir haben auch gemerkt, zum Beispiel gelb klappt jetzt am besten zu formen und bleibt auch nicht mehr so kleben. Das heißt, je länger es her ist, dass ihr die Farbe gemacht habt, gemixt habt, desto einfacher ist es auch, die zu benutzen nachher. Und wie man sieht, die bleibt nicht mehr klebt. Die hat eine richtig gute Konsistenz. Und blau bleibt jetzt noch ein bisschen an den Fingern wachsen, weil wir das als letztes fertig gemacht haben. Wenn ihr den Teig einfach ein bisschen in Ruhe lasst, ein bisschen später anfangt zu kneten, dann wird er wahrscheinlich am besten funktionieren. Ich hoffe, dass ihr das zu Hause auch irgendwie nachmacht. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, es macht Spaß. Schickt mir die Fotos gerne an finjaskindertv bei Instagram oder bei finjaskindertv@gmail.com und schreibt mir, was bei euch funktioniert hat, was bei euch nicht funktioniert hat. Ich verlinke euch auch nochmal die Adresse von diesem Rezept in der Infobox. Das ist von babykindundmehr.de. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Eure Finja.